habe jetzt die große Freude, den Besitzer der Teeplantage vorzustellen. Es ist Mr. Chang. 你好，德国朋友们，欢迎你们来到我的茶园。 Er hat vor 20 Jahren den Teegarten gegründet und er hat drei verschiedene Teegärten und dieser ist 300 Hektar groß und ist biozertifiziert. Hier werden keine Pestizide verwendet und das war mir eben sehr, sehr wichtig als Kriterium um die Verwendung für das puren und reinen Grünteeextrakt von Zigofit. Der grüne Tee hatte seinen Ursprung in China und wurde vor 5000 Jahren von buddhistischen Mönchen entdeckt. Schon bald erkannte man seine erfrischende, belebende und vor allem seine heilende Wirkung. Ein Alltag ohne Tee in China? Undenkbar. Schließlich hat dieses Getränk eine jahrhundertalte Tradition im Land. Und so verwundert es nicht, dass es dort zahlreiche Teezeremonien gibt, die sich je nach Region und Sorte unterscheiden. Die verbreiteste Art, die wir auch hier sehen, ist die Gongfu Cha Teezeremonie. Mr. Chang, why do you drink green tea? How and why do you drink green tea? The green tea is very good drink and when you drink green tea, it makes your body healthy. Der grüne Tee wird von der Pflanze Camellia sinensis gewonnen und der Unterschied zu schwarzem Tee ist, dass der grüne Tee nicht fermentiert ist und dadurch seine besonderen und wertvollen Inhaltsstoffe behält. Zum Beispiel Vitamine, Aminosäuren, Mineralien und verschiedene Pflanzensubstanzen wie die Katechine, die zu den Gruppen der Polyphenole gehört. Und eins der bekanntesten Katechine ist das EGCG, ausgesprochen das Epigallocatechin Galat. Wir befinden uns hier in der Provence in Xishan und hier hinten sieht man auch die Teefabrik. Die Grünteeblätter werden dort direkt gleich in Grünteeextrakt verarbeitet. Ich bin jetzt hier mit Josef Skrinach, Lebensmitteltechnologe, und er wird uns jetzt erzählen, wie man eigentlich die grünen Teeblätter in einen EGCG-Extrakt, den ich verwende, in Zigofit verarbeitet. Der Extrakt wird ja aus Grüntee hergestellt. Diese Blätter werden im Wasser aufgeweicht bei 85 Grad Celsius, genauso wie wir unseren Grüntee zu Hause zubereiten. Dies wird allerdings fünfmal gemacht, das heißt, diese Blätter werden richtig ausgelaugt. Sie kommen dann, die Flüssigkeit kommt dann in eine Zentrifuge und wird in einem zweistufigen Prozess konzentriert, geht dann anschließend in eine Ultrafiltrationsanlage, wo sie noch weiter konzentriert werden, um dann letztlich, im letzten Schritt, in einer Vakuumdestillation zu hoher Konzentration konzentriert werden. Wir haben hier gelernt, dass es Ausbeuten von etwa 26% gibt. Das heißt, für einen Kilo EGCG brauchen wir etwa 26 Kilogramm Grünteeblätter. Das ist das Abfallprodukt. Also das heißt, die Blätter werden extrahiert und danach kommt der Extrakt, den ich in Zigofit verarbeite. Und das ist das Abfallprodukt, das was übrig bleibt. Und das wird wieder auf den Teefeldern zurückgebracht und wird halt einfach als Kompost verwendet. Thank you.
In China ist es ganz normal, dass man grünen Tee täglich 1 bis 2 Liter trinkt, und zwar in heißem Wasser werden die Blätter immer wieder aufgekocht, um die wertvollen Inhaltsstoffe des grünen Tees aufzunehmen. Da wir eher eine Kaffeetrinker als eine Teetrinkernation sind, habe ich eine Kapsel entwickelt, die die wertvollen Inhaltsstoffe des grünen Tees für den menschlichen Körper verfügbar stellt. Thank you.